Das ist der neue Essex Gilkayano 28, die 28. Ausführung dieses Essex Flaggschiffs, wie man immer ihn bezeichnet. Einer der beliebtesten Laufschuhe von Essex und das über Jahre hinweg. Und die 28. Version ist ziemlich durchgreifend überarbeitet worden mit einem neuen Obermaterial, ganz neuen Details in der Mittelsohle und auch neuen Details in der Außensohle, die dazu führen, dass es ein neues Laufgefühl gibt. Zu den technischen Daten aber erstmal, der Schuh ist deutlich leichter geworden. Er wiegt jetzt in Mustergröße US9 309 Gramm. In der Damenversion wiegt er etwa 330 Gramm weniger, so bei knapp 280 Gramm liegt er da. Unverändert geblieben ist die Sprengung. Die Differenz zwischen Rückfuß- und Vorfußhöhe beträgt etwa 10 mm bei Stand im Schuh. Und der Preis ist unverändert geblieben bei 180 Euro. Ja, der Gilkayano, für viele Läuferinnen und Läufer ist es das Sicherheitsmerkmal für ihren Lauf. Gerade Läuferinnen und Läufer, die einen etwas instabilen Lauf haben, die nicht so ganz stabil sind im Fußgelenk, im Sprunggelenk, die greifen häufig gerne zu stabileren Schuhen. Und dabei war der Gilkayano seit jeher allererste Wahl. Diese 28. Version hat uns ja fast ein bisschen überrascht, weil sie doch zwar nicht von außen so sehr sichtbar, aber im Detail doch durchaus verbessert wurde, überarbeitet wurde. Und das, wie gesagt, im positiven Bereich. Vielleicht zunächst mal zu der auffälligsten Merkmalen. Und zwar sieht man das auch schon in der Außensohle. Der Vorderbereich der Außensohle im Flexbereich ist neu gestaltet worden. Die Beweglichkeit des Schuhs hier im vorderen Bereich ist deutlich gesteigert. Das kommt einmal durch diese Flexkerben hier in der Außensohle, aber vor allem auch durch diese neue Komponente im Mittelsohlenmaterial, dieses Blast-Material, Flight Foam Blast, ein Material, was wir von anderen Essex-Modellen aus den letzten anderthalb Jahren kennen. Der Nova Blast etwa hat uns sehr begeistert, ein sehr reaktiver, schneller Schuh mit hervorragender Dämpfung. Und dieses Material hat der Gilkayano jetzt auch hier zu erkennen an dieser schwarzen Schicht in der Mittelsohle bekommen. Das Material ist sehr viel flexibler, es ist vor allen Dingen aber auch reaktiver bei gleichzeitig sehr hoher Dämpfung. Und das hat große Auswirkungen im positiven Bereich auf das Laufgefühl. Dazu ist verändert worden, sehr merklich, der Heel Collar, die Fersenkappen Einfassung hier. Beim Vorgängermodell sah man hier eine externe Fersenkappe, die sehr hoch reichte. Die ist sehr viel flacher geworden, was hier weniger Druck auf die Ferse ausübt. Gleichwohl ist aber durch die innere Verstärkung der Fersenkappe der Halt für die Ferse sehr groß geblieben. Was sich im positiven Sinne nicht verändert hat, ist die Passform. Der Leisten ist absolut gleich geblieben, auch hier oben der Einstiegsbereich, dieser Kragen, wie man das nennt, und die Lasche, das ist baugleich geblieben. Und wer den Vorgänger kennt, die Version 27, wird absolut keine Veränderung feststellen. Das also sicherlich etwas Positives für die vielen Kayano-Fans, die es gibt. Nochmal ein wesentlicher Unterschied, und das kann man vielleicht am besten noch zeigen, wenn ich hier mal das Vorgängermodell, das ist der Essex Gilkayano 27, dazwischen halte, man sieht das schon sehr schön im Außensohlenbereich, wie hier diese Mittelfußbrücke, die hier extern beim 27er Modell noch sehr gut zu erkennen ist und für sehr viel Stabilität hier sorgt, hier beim 28er komplett weggelassen wurde, durch eine interne Integration in die Mittelsohle überarbeitet wurde, gleichwohl aber dafür sorgt, dass sich der Schuh sehr viel reaktiver läuft und vor allen Dingen für die Neutralfußläufer gibt es hier nicht mehr, ich sage es jetzt mal bewusst übertrieben, dieses störende Element. Das heißt, auch in der Mittelsohle ist der Schuh hier flexibler geworden und läuft sich dafür wesentlich dynamischer als die Vorgängermodelle. Gleichwohl, der Essex Gilkayano ist das geblieben, auch in der 28. Version, was er immer schon war. Es ist ein, wie man klassischerweise sagt, Stabilschuh. Es ist ein Schuh für Läuferinnen und Läufer, die die gewisse Portion extra an Stabilität mögen und suchen bei einem Schuh. Und da die auch finden im Gilkayano, der nach wie vor auch für Trainingsläufe vor allen Dingen geeignet ist und auch für die ganz langen Distanzen. Das ist also ein Schuh, in dem der Fuß quasi kaum ermüdet. Er ist hervorragend komfortabel.
komfortabel gedämpft. Gleichwohl, das muss man heute auch anmerken, es ist ein klassischer Laufschuh. Also es ist kein Schuh mit einer extremen Rockerkonstruktion, die man häufig heute bei Dämpfungsschuhen vorfindet. Es ist auch keine Carbonplatte in die Mittelsohle eingelassen, sondern es ist wirklich ein verlässlicher Alltagsschuh für viele Läuferinnen und Läufer, die eben einen Schuh suchen, der Stabilität bietet, Komfort und vor allen Dingen auch eine gute Dauerhaftigkeit.